Ich bin stolz, dass ich heute hier mit Ihnen, den vernünftigen, anständigen und mutigen Menschen, stehe. Wir haben hinter uns eine Wagenburg der Polizei. Davor stehen ein paar, die den Eingang zeitweise blockiert haben. Und es ist ein Zeichen des Mutes, dass Sie heute alle hier sind. Und dafür danke ich Ihnen. Uns alle, so wie wir hier stehen, eint die Vision eines demokratischen, rechtsstaatlichen, freiheitlichen und toleranten Deutschland. Und dafür ist jeder Einzelne hier bereit, auf die Straße zu stehen und dies öffentlich kundzutun. Wir alle, wie wir hier stehen, wir haben den Mut und wir erheben unsere Stimme und wir werden auch nicht mehr schweigen, bis in diesem Land endlich wieder die Vernunft in der Politik Einzug gehalten hat. Und ich sage euch, das ist unser gutes Recht, denn wir sind auch das Volk. Dort hinten auf dem Kornmarkt fand seit 10 Uhr eine Gegenveranstaltung statt und deren Motto lautet: Nürnberg hält zusammen, wir stehen zum Grundrecht auf Asyl. Und eigentlich muss man sagen, könnten wir da hingehen und uns mit dazustellen, denn auch wir halten zusammen und auch wir stehen zum Grundrecht auf Asyl. Aber im Gegensatz zu den Demonstranten da hinten sind wir schon deutlich weiter und wir haben erkannt, dass wirklich Verfolgte nur dann geschützt werden können, wenn nicht fast jeder, dessen Asylantrag abgelehnt wird, dauerhaft im Land bleiben darf. Wir haben erkannt, dass ein funktionierendes Asylrecht voraussetzt, dass dieses Asylrecht auch eingehalten wird. Wir haben erkannt, dass es in einem vereinten Europa nicht sein kann, dass der Großteil der Asylsuchenden in einem Land Asyl beantragt, sondern das ist etwas, was gemeinschaftlich in ganz Europa gelöst werden muss. In der Asylpolitik hat nicht nur die Bundesregierung versagt, sondern auch die bayerische Landesregierung. Und deswegen stehen wir hier und prangern das Politikversagen an. Wenden wir uns nochmal der Gegenveranstaltung zu. Sie rufen doch tatsächlich alle, ich zitiere, Demokraten dazu auf, sich unserer Gegenveranstaltung anzuschließen und erneut gegen Verachtung und Entmenschlichung Stellung zu beziehen und deutlich zu zeigen, dass für Rechtsextremismus auch in Nadelstreifen in Nürnberg, der Stadt des Friedens und der Menschenrechte, kein Platz ist. Dazu können wir nur sagen, warum braucht ihr dann eine Gegenveranstaltung? Kommt zu uns. Wir gehen nämlich noch weiter als ihr. Denn wir zeigen deutlich, dass für Extremismus jeglicher Form, egal ob von rechts, egal ob von links oder aus religiösen Gründen in dieser Stadt und in diesem Land kein Platz ist. Wir wollen keine Antifa, wir wollen keine Salafisten und wir wollen auch keine Nazis unter uns. Wir können den Veranstaltern SPD, DGB, Grünen und anderen nur zurufen: Bekennt euch endlich klar zur Demokratie und hört auf, gewaltbereite linke Extremisten zu hofieren, zu finanzieren und zu verharmlosen. Das wäre wirklich ein starkes Zeichen gegen Verachtung, Entmenschlichung und für die Demokratie in unserem Land. Liebe Mitbürger, wir erleben seit 2008 immer stärker, dass unser Rechtsstaat ausgehöhlt wird, dass Gesetze und Verträge nicht mehr das Papier wert sind, auf das sie geschrieben werden. Die Euro-Rettungspolitik ist ein Verstoß gegen deutsches Recht und gegen europäische Verträge. Über die Hintertür wurde eine Haftungsunion eingeführt, in der für die Schulden einzelner Länder die ganze Gemeinschaft letztlich haftet. Schon in dieser Politik zeichnet sich ab, was wir jetzt in der Asylpolitik massiv erleben. Die Politik setzt völlig falsche Anreize und geltendes Recht
wird einfach beiseite geschoben. Diese Politik muss ein Ende haben und sie wird ein Ende haben, denn wir stehen hier, weil wir einen politischen Neuanfang in diesem Land wollen. Wir sehen mit Schrecken, dass mit TTIP, dem transatlantischen Freihandelsabkommen, der deutsche Rechtsstaat ausgehöhlt werden soll. Unsere Standards im Verbraucherschutz und in vielen anderen Bereichen sind nichts mehr wert, wenn dieses Abkommen beschlossen wird. Deswegen sagen wir als AfD auch ganz klar, dieses Freihandelsabkommen mit diesen Schiedsgerichten, die den deutschen Rechtsstaat aushöhlen, wollen wir nicht. Wir erleben eine hilflose Regierung mit hilflosen Politikern, ohne klares Konzept, ohne Lösungen und ohne Vision. Ganz vorne dran steht Angela Merkel und sagt, wir schaffen das. Aber ich frage, was soll das denn sein, was wir schaffen? Ich glaube, das weiß sie selbst nicht, denn dafür bräuchte es Weitblick und eine politische Vision für dieses Land. Aussitzen alleine reicht nicht, um dieses Land zu regieren. Was wir schaffen, dank Angela Merkel, ist täglich tausendfacher Rechtsbruch in Deutschland, dem Land der Verordnungen und Gesetze. Ich war an der bayerischen Grenze zu Österreich und ich habe mir angesehen, was dort vor Ort stattfindet. Was da stattfindet, sind keine Grenzkontrollen. Was da stattfindet, ist die reine Erfassung eines Teils der Asylbewerber ohne Kontrollen. Der Straftatbestand der illegalen Einreise nach § 95 Aufenthaltsgesetz wird, selbst wenn er offensichtlich ist, nicht mehr verfolgt. Faktisch hat unser Rechtsstaat kapituliert. Es wird täglich tausendfach Recht gebrochen. Aber das ist nicht die Schuld der Polizisten an der Grenze, die diese Anordnungen nur befolgen, sondern das ist die Schuld der Regierung, die unseren Rechtsstaat bewusst aussetzt. Und deswegen braucht es einen politischen Neuanfang in diesem Land. Und deswegen muss diese Regierung und Angela Merkel weg. Dank Angela Merkel ist, dass wir nicht nur an der Grenze unseren Rechtsstaat aufgeben, sondern dass wir auch in Deutschland den Überblick über unser Land verloren haben. Wir gar nicht wissen, wie viele Menschen sind hierzulande überhaupt unterwegs. Wir haben hier in Nürnberg ein Erstaufnahmelager, in das Asylbewerber von der Grenze gebracht werden. Ein großer Teil dieser Leute ist verschwunden, bevor sie überhaupt registriert werden konnten, und niemand weiß, wie viele es sind und wo sie sich befinden. Wir haben den Überblick über unser eigenes Land verloren und auch deswegen braucht es einen politischen Neuanfang in diesem Land und auch deswegen muss diese Regierung und Angela Merkel weg! Was wir auch schaffen, dank Angela Merkel, sind massive soziale Spannungen. Wir hören immer, man müsse die Asylbewerber integrieren. Aber die Menschen werden nicht integriert, sondern in falsch verstandener Toleranz duckt sich unser Staat einfach weg, anstatt die Probleme zu lösen. Wir haben in Kitzingen, im schönen Unterfranken, jetzt letztes Wochenende ein Musterbeispiel gehabt, wie die Politik sich Integration vorstellt. Da wurde eine Putzfrau im Asylbewerberheim sexuell belästigt. Und was ist die Lösung? Die Lösung unserer Politik ist, dass man nur noch männliches Reinigungspersonal dort einsetzt. Ich frage euch, wie soll so denn Integration gelingen? Unsere Regierung hat keinen Plan für die Asylbewerberkrise und sie hat erst recht keinen Plan, wie man die Menschen integrieren kann. Und auch deswegen braucht es einen politischen Neuanfang in diesem Land. Und auch deswegen muss diese Regierung und Angela Merkel weg. Merkel muss weg! 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 Merkel muss weg
Was wir schaffen dank Angela Merkel, sind mitten in Nürnberg hier auf dem Hallplatz hungerstreikende, seit Jahren abgelehnte Asylbewerber, die für eine dauerhafte Aufenthaltsbescheinigung und das Recht, arbeiten zu dürfen, demonstrieren. Und ich muss sagen, diese Menschen kann man auch verstehen, denn jeder Mensch möchte langfristig seine eigene Zukunft planen. Aber was man nicht verstehen kann, ist, wie es dazu kommt, dass wir unsere eigenen Gesetze nicht mehr achten und Asylbewerber, die abgelehnt werden, nicht konsequent in ihre Heimatländer abschieben. Wir brauchen eine Asylpolitik, die wirklich Verfolgte schützt und die nicht Missbrauch Tür und Tor öffnet. Dazu brauchen wir aber eine Regierung, die dazu sorgt, dass die bestehenden Gesetze eingehalten werden. Und auch deswegen braucht es einen politischen Neuanfang in diesem Land. Und, liebe Mitbürger, für diesen Neuanfang braucht es Neuwahlen. Liebe Regierungskoalition, wenn ihr der Meinung seid, euer Weg ist der richtige, dann beweist doch Mut und lasst in Neuwahlen das Volk darüber abstimmen, ob es das wirklich will. Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Demokratie, Toleranz, Vernunft, all diese Werte haben die Politiker der Altparteien aufgegeben. Sie haben kein Konzept und keine Lösungen und regieren das Land in hilflosem Aktionismus, in der Hoffnung, sich damit irgendwie an der Macht zu halten. Liebe Mitbürger, wir sind diese Politiker leid, die uns vor den Wahlen viel versprechen und sich danach an nichts mehr halten. Wir wollen echte Demokratie. Wir wollen Volksabstimmungen, auch zwischen den Wahlen, und mehr Mitbestimmung. Und wir wollen einen Staat, in dem unser geltendes Recht auch für alle gilt. Wir wollen die Freiheit, offen sagen zu können, was wir denken, ohne dafür diskriminiert zu werden. Wir wollen keine Abgeordneten mehr. Wir wollen wieder Volksvertreter, die nicht beim ersten Windhauch umkippen. Und es ist unser gutes Recht, das zu fordern, denn auch wir sind das Volk. Wir alle sind eine Gemeinschaft. Wir stehen hier nicht nur wegen der Politik in Nürnberg oder in Bayern, sondern weil die Politik in ganz Deutschland versagt. Und wir sind nicht allein. Diese Woche waren tausend in Erfurt und tausende in Halle unterwegs. Ja, letztes Wochenende waren sogar in Freilassing, einer bayerischen Kleinstadt, mit 15.000 Einwohnern, 1.500 Menschen auf der Straße, die alle so denken wie wir. Gemeinsam statt einsam ist unser Motto, denn gemeinsam sind wir stark und können viel bewegen.